Ein Teil der Sendungen spielt immer in der Nacht. Paris bei Nacht, das musste in Deutschland gezeigt werden, denn die Nacht war nicht zum Schlafen da in Paris. Das war klar. Außerdem wurden zu diesem Zeitpunkt hochempfindliche Filme entwickelt, mit denen man arbeiten wollte. Und es kam gleich bei einem meiner allerersten Filme eine für mich sensationelle Entdeckung. Es war Vollmond, wir waren auf dem Markt in der Rue Mouffetard, eine frühe Winternacht, und der Kameramann fragte, sollen wir den Mond mitdrehen? Und ich sagte, lässt sich denn sowas drehen? Und er sagt, natürlich, wir machen da einen Schwenk vom Mond runter auf den elektrisch beleuchteten Markt und dann wieder hoch. Und ich sagte, machen Sie das mal. Und ich war total verblüfft. Da war der Mond, da waren die Lampen und es war praktisch dieselbe Blende. Ist es drin geblieben? Ja. Und also, dass man das kann, dass man aus dem Irdischen eines Pariser Marktes auf den Mond schwenken kann, das war für mich eine solche, ich kann es gar nicht beschreiben, was das bedeutet hat für mich. Ja, es war Magie. Das war pure Magie. Und Nachtaufnahmen waren immer etwas, das ich sehr geliebt habe, weil da auf einmal Stimmungen darstellbar waren, die man sonst nur im Kino sah. Und das war so wunderbar. Und die diese Stadt auszeichneten. Hier wachten andere Leute auf in der Nacht. Und ein anderes Paris war zu besichtigen. So ist es. Und die Leute sind ja, also die Pariser sind ja auch Nachtmenschen. Und sie gehen gern aus und sind in Lokalen und amüsieren sich und so weiter. Das war alles damals viel spontaner als je in Deutschland. Und das hat mir natürlich auch gefallen. Und das wollte ich zeigen. Und die Vorstellung, man kann mit der Kamera reingehen, schwenkt das ab und es passiert haargenau in der Kamera so, wie es in Wirklichkeit passiert. Du musst nicht stellen, du musst auch nicht ausleuchten, die Filme sind empfindlich genug. Du kannst es einfach abdrehen und es hat dann ein eigenes Ambiente. Das fand ich schon toll. Das machte ich gern. Es gibt Straßen, die man liebt, wie man alte Frauen liebt. Lächelnd, ironisch, mit einem leichten Anflug von Melancholie. Diese Straße da heißt bei ihren Liebhabern die Muff, für die Fremden Rue Mouffetard. Sie liegt am Südrand des lateinischen Viertels, obwohl sie sich streng dagegen verwahrt, den Studenten zu gehören. Sie gehört dem kleinen Volk, dem, das sich noch nicht geniert, so zu heißen. Das Volk von Paris ist, zum Unterschied von seinem Bürgertum, sehr gastfreundlich. Es nimmt jeden auf, assimiliert ihn, es duzt jeden, der sich duzen lässt. Es versteht alles, verzeiht alles, außer Überheblichkeit. Eine Nacht in der Muff oder, weil sie ja gewiss seine Frau ist, mit ihr. Halb 8 Uhr abends, letzte Einkäufe in den Souks. Wie alles hier stammen sie aus dem Mittelalter. Im kleinsten Restaurant von Paris, ehemals ein Schuhladen, beginnt das Schischkebab auf der Holzkohle zu brutzeln. Musik
Die vier Sergeanten von La Rochelle, die anderen Weinkneipen füllen sich, leeren sich wieder. Die Alten wandern von einer zur anderen, suchen Freunde, Anschluss, eine Heimstätte, eine Entschuldigung, noch nicht in seine Dachkammer zurückzukriechen, in der man unweigerlich allein ist. Acht Uhr abends. Innerhalb dreier Minuten wird der Markt von den umliegenden Häusern aufgesogen, faltet sich in sich zusammen, verschwindet wie ein Spuk. Die Höfe der alten Adelssitze und Zinshäuser bleiben der Nacht überlassen und ihren Bürgern, den Clochards. Place Contrescarpe, wo die Muff entspringt wie ein Fluss, der sie wohl einmal war. Tief unten zieht sich die Metro hin, ein dünner Lüftungsschacht reicht hinauf wie ein Schnorchel. 2 Quadratmeter Gratisheizung für die Kunden, allerdings nur für die Stammkunden. Um 8:45 trifft im Theater zum Hölzernen Degen der Schauspieler Jean-Pierre Roblet mit seiner jungen Frau ein, um die Hochzeit mit seinen Freunden zu begießen. La télévision, on date pas? Non, il tourne le dos, les basses. Um 10 sind die Alten im Bett. Die Muff beginnt ein neues Leben als Reservat der Jugend. Einer Jugend von nicht ganz und von schon abgegangenen Studenten, von halben Künstlern und verkrachten Intellektuellen. Sehr gemütlich und sehr sympathisch. De l'amour quand vos yeux je prie, sur le champ vous vous aperçûtes. Oh, fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le dise, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Auf den Ruinen der eingefallenen Häuser, in den Kellern, die schon zur Zeit des guten Königs Clovis gegraben wurden, singt man Chansons. Chansons, die die Ausländer für unschuldige Volkslieder halten, weil sie die Texte nicht verstehen. Il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ma planche. Il a mis les mains sur mes hanches. Il m'a promené dans un landau. Il m'a promené dans un landau. En route pour la vie de château. En route pour la vie de château. La belle vie dorée sur planche, il me l'offrit sur un plateau. 10:30, ein Mädchen namens Matti späht aus dem Fenster. Polizei. Sind die Blauen noch da und wie? Was machen sie? Sieht aus, als ob sie jemand suchen. Wir sind in der Wohnung von Yusuf. Matti ist bei ihm zu Besuch. Schnickschnack, ja?
Mattis Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen. Die kann sie nur erneuern mit einer Arbeitskarte. Die bekommt sie nur, wenn sie Arbeit hat. Arbeit gibt es aber nur mit einer Arbeitskarte. Matti verzieht sich einstweilen mit ihrem Hund in die Rue Lomont, wo die Polizei nicht hinkommt, weil dort keine staatsgefährdenden Elemente wohnen. Viertel vor elf, Place Contrescarpe. Die Habitués des Job sind vollzählig versammelt. Wer keinen Anschluss gefunden hat, wartet kommender Dinge. Und hier kommen sie schon. Das Quartier Latin fischt im Quartier Mouffetard. Gegen halb zwölf haben sich die meisten versorgt. Matti trifft ein, wirkt zerstreut, verloren. Man fragt sie, was sie hat, sie überspielt es, lacht. Gary Gibson hat es aufgegeben, auf den ersten Besuch seiner Ausstellung zu warten. Die Kunst ist ewig, aber das Leben ist kurz. Matti wandert von einem zum anderen, sucht Ablenkung. Skandinavische Kunstschüler auf Besuch finden den idealen Tanzplatz zum Ärgernis der schlafenden Anrainer. Die Stammgäste des Jobs sind begeistert und picken sich die hübschesten Schwedinnen heraus. Mitternacht, man wandert ins Job zurück zu einem Job, das heißt zu einem Glas Elsässer Bier. Monsieur Jean, geheimnisvolle Gestalt, von dem man nichts Näheres weiß, beim Ritual seines allabendlichen Rundgangs um das Job. Was er sucht, niemand hat es je erfahren. Vorderzimmer des Job, Hinterzimmer darin Mr. Burma, der nur hier Landschaften malen kann. Ein Kubaner, der seinen Namen nicht nennen will. Unsere Sängerin von vorhin. Zwei Fotografen, angeblich von Paris Match, was ich bezweifle. Eine Blonde, die auf Verführung wartet, nicht umsonst. Denn da Paris Match immer schöne Mädchen für seine Titelseiten braucht, ist die Sache bald bewerkstelligt. Nur, dass hier in der Muff keiner dem anderen lange etwas vormachen kann und am Ende auch nicht will. Viel zu anstrengend. Der alte Prof, bei dem sie alle die Gitarre gelernt haben. Die Honorare stehen noch aus und werden wohl immer ausstehen. Yusuf auf der Suche nach Matti, um herauszufinden, ob alles klar gegangen ist. Matti und ein anderer ihrer unzähligen Freunde. Matti ist natürlich ein Clown, das heißt, sie hält es für ihre Pflicht, alle Leute zum Lachen zu bringen. Aber heute ist sie wirklich etwas überdreht. Schnickschnack auf Kontaktsuche. Matti lässt sich trösten. Das ganze Job wird zu einer einzigen Tröstanstalt für sie.
Und sie gehört nicht zu denen, die sich elegant betrinken können, wenn etwas los ist. Aber was ist eigentlich los mit ihr? Liebeskummer, mein Gott, das ist so alt wie seit Griechenland. Vor Jesus. Unglückliche Liebe. Unglückliche. Unglücklich in allem. Und seit wann? Seit 4 Tagen. Nein, das ist unglücklich, aber es war. Das Unglück seit 4 Tagen und ja, das Glück? Das Glück 3 Jahre lang. Und warum kam das Unglück? Weiß nicht. Weiß nicht. So? 1, 2, 3? Was fragt man? Das ist wie eine Grippe, die kommt und man fragt sich, warum kommt sie? Leute, die lügen. In ihrem Gesicht. Es gibt selbst Leute, die können mit all ihren Reden, mit all ihren. Ja, können sie lügen. Und es ist so unwahr. Das ist schön. Das ist schön hier. Hier kann man echt sein und muss echt sein, sonst wird man nicht akzeptiert. Muss echt sein. Und das ist gut so. In Frankreich gibt es das nicht. Ich lade dich ein, du lädst mich ein. Es dauert immer eine gewisse Zeit. Die sind sehr schwierig, die Franzosen, in dieser Beziehung. Aber wenn man einen Freund hat, dann hat man einen. Und darum ist alles okay. Das ist matt. Die Moral ist dieselbe hier, aber die Disziplin ist was anderes. Viel freier, viel. Man spielt mehr und das finde ich gut. Man muss spielen im Leben. Spielen und verlieren. Das kann man hier vielleicht besser als anderswo, weil sich die Leute weniger in Acht nehmen. Ja, voilà, danke schön. Genau, genau das Wort. In Acht nehmen. 2 Uhr morgens, die letzten Typen ziehen die Muffin auf, heimwärts. Die Straße, die vor einem halben Jahrtausend der Dichter Rabelais besungen hat, wo der Dichter Verlaine elend krepiert ist und der Dichter Hemingway hungerte, gehört nun denen, die man die ältesten Pariser genannt hat. Und der Ball zur Alten Eiche, lange Zeit Treffpunkt der Revolutionäre, später Verbrecherspelunke, dann Kaffeehaus, dann gar nichts mehr, gähnt ihr entgegen mit jener hypnotischen Leere der Fensterhöhlen, die nur noch wenige Häuser in Paris haben, und wartet ohne Ungeduld auf den Morgen. Dann gibt es eben auch die Gelegenheiten, die Interviews nicht abzusprechen, sondern mit der lebendigen Kamera ran an einen Barmann, der mit Elvis-Tolle und Ruhrgebietsdeutsch plötzlich über die Gangster von Paris erzählt. Richtig. Ja, ampigeil. Allerdings sind die ganzen Gangster, die wir da im Hintergrund haben wollten, rausmarschieren. Und die Kneipe war total leer. Da vorne ist noch an der Theke allerhand los. Sie trinken Leute mit ihm ein Bier. Aber vorher war das alles voll. Die saßen ja da drin und wollten alle nicht gedreht werden. Aber auch das, dass man tatsächlich ohne Stativ, ohne Ausleuchtung, ohne Vorbereitung ran kann an die Leute und sagen, jetzt sagen Sie mir mal was. Und die kommen spontan damit heraus. Das war ja so toll. Sich auch reinfragen, wird er über einen Mord berichten, wo er dabei war? Ja. Jetzt stellen Sie mir eine schwierige Frage. Ja? Werden Sie immer damit durchkommen? Er laviert ja ein wenig, dieser Barmann, in den Gangsterkreisen. Aber wie? Hat er Angst. Ja, auch in seinem Leben. Ja. Also er will sich davon fernhalten, er muss aber auch mitmachen. Wenn Leute uns verraten, ja, dann werden sie fertig gemacht. Richtig. Ja, die Nutten, ja, sie sind Zuträger der Polizei. Die Pariser Unterwelt oder das Milieu, wie man hier sagt, ist eine geschlossene Gesellschaft. Zwar weiß jeder, wo sie sich am liebsten aufhält, nämlich hier, wo wir eben jetzt sind, am Pigalle, zwischen Pigalle und Barbès, dann die ganze Rue Saint-Denis herunter und in der Gegend der Markthallen und schließlich im Osten rund um Bastille. Aber an sie heranzukommen ist eine andere Sache. Wir haben eben eine volle Woche lang Tag und Nacht gedreht, um die Aufnahmen zu bekommen, die Sie jetzt sehen werden. Und wir haben uns dabei Cassels Worte zu Herzen genommen. Nur erleben wollten wir, nur berichten, nicht urteilen oder zusammenfassen. Und wir fanden ja auch bald heraus,
dass die Unterwelt wie ein Eisberg eben zu 9/10 unter der Oberfläche versteckt ist und nur an einer Stelle Kontakt mit der übrigen Gesellschaft hat, beim sogenannten Laster. Aus dieser Quelle aber scheint das Milieu seine regelmäßigen Einkünfte zu beziehen. Vor dieser Bar lag übrigens 2 Stunden nach unserem Besuch ein Algerier mit einem Messer im Hals auf dem Gehsteig. Warum hält sich eigentlich die Schicht von Menschen, die man hier als das Milieu bezeichnet, also die Unterwelt? Ich war gerade hier im Vergnügungsviertel auf, im Touristenviertel geradezu. Hier sehen Sie, im Touristenviertel ist das meiste Geld zu verdienen. Hier kommen aus der ganzen Welt, kommen hier die Fremden hin. Und dort halten sich dann auch diejenigen auf, die aus dem Milieu kommen, um Geld zu verdienen. Womit befasst sich denn diese Unterwelt von Paris heutzutage hauptsächlich? Wissen Sie, Sie stellen mir eine delikate Frage. Wenn ich sagen darf, die Unterwelt befasst sich mit hier noch viel mit Rauschgift. Ja. Ja, und Diamantendiebstahl. Bilderdiebstahl? Ja. Das ist die große Mode. Das ist die Mode jetzt im Moment, ja. Und dann auch Geldschmuggel, ja. Das heißt falsche Devisen. Gibt es das, was man in Kriminalromanen Reglement des Comptes nennt, ja, eine Abrechnung? Das gibt es hier sehr viel noch, ja. Wie spielt sich das ab? Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Das ist schwer zu erklären, wie sich das abspielt. Wenn die Leute, die einen verkauft haben, die werden von den anderen Mitgliedern des Gangs, sagt man, ja, werden sie dann erledigt, ja, dass man da nicht mehr von spricht. Spielt sich das hier in Ihrer Gegend ab? Ja. Haben Sie das schon mitgemacht? Gesehen. Wie war das? Wissen, das ist schwer zu sagen, ja. Ich kann mich nicht dann genauso darüber ausdrücken. Man hört zu und man kann sich nicht so ausdrücken, wie man will, ja. Ich habe gehört, dass die Straßenmädchen von der Polizei geduldet werden, weil ihre Zuhälter als Polizeispitzel fungieren. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja. Was für Spitzeldienste können denn diese Leute leisten? Ja, das im französischen Namen nennt man die Condé, ja. Und diese sogenannten Zuhälter, ja, die arbeiten mit der Polizei zusammen und geben die Leute, die größere Sachen machen wie Zuhälterei, an der französischen Polizei. Geben sie an? Ja. Wissen diese Mädchen, die da angeblich verschleppt werden nach Nordafrika und in die Levante, wissen die meisten von denen, was ihnen blüht, oder sind die so unschuldig, wie sie sich nachher geben? Nein, ich glaube nicht, dass sie wissen, was ihnen blüht. Wenn sie einmal wissen, was ihnen blüht, dann ist es zu spät. Kann man in sowas als unschuldiges Mädchen, sagen wir als Besucherin von Paris oder so, Schülerin, Studentin hereinschlittern? Ja. Wie? Sehen Sie, wenn hier die Studentinnen oder Mädchen, die hier ihren Urlaub verbringen und kommen nach hier, dann ist die erste Frage ist immer Geldknappheit, ja? Und dann sind hier gewisse Elemente, die wissen, wo sich diese Mädels aufhalten. In den Quartier zum Beispiel wie Saint-Germain-des-Prés, wo das Studentenviertel ist, ja? Und dort sind auch dann die gewissen Leute, die diese Mädchen aufgaben, die denen Wohnungen anbieten. Und von zur Wohnung geht es dann auf der Straße, auf dem Trottoir und das Ende als Straßenmädchen, ja. Sie haben hier eine Bar, die voller Männer ist, denen man nicht unbedingt um Mitternacht begegnen möchte, im Dunkeln nämlich, und voller Mädchen, die einem unzweideutigen Gewerbe nachgehen. Fühlen Sie sich wohl in diesem Milieu? Wissen Sie, ich fühle mich dort wohl, wo ich Geld verdiene. Und das tun Sie hier? Das tue ich hier. An diesem Milieu? In diesem Milieu. Und an dem Milieu? Und an dem Milieu. Wollen Sie in Paris bleiben? Es ist ein sehr schwerer Standpunkt hier, aber auch hier in diesem Betrieb hat man Protektion, man wird geholfen durch diese Leute, ja.
Natürlich darf man nicht zu weit gehen. Was heißt zu weit gehen? Das heißt, man darf diesen Leuten auch nicht wehtun. Man darf sie nicht hintergehen? Ja. Man muss das Spiel mitspielen? Ja. Wollen Sie in Paris bleiben? Ja. Und Sie haben keine Angst, in Dinge hereingezogen zu werden, aus denen Sie sich dann nicht mehr raushalten können? Nein. Sie können das? Ja. Ich kann das durchhalten. Ich glaube wenigstens. Man kann nie wissen. Viel Glück. Danke. Da habe ich doch wieder etwas Neues erfahren, nämlich, dass die Leute in der Eitelkeit, dass sie sich darstellen wollen, bereit sind, sehr weit zu gehen, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Viel weiter als ohne Kamera. Und das ist sehr wichtig. Und die andere Sache, komplementär dazu, ich selbst bin bereit, Fragen von einer Direktheit und Unverschämtheit zu stellen, wenn diese Kamera da ist, die ich im persönlichen Gespräch nie stellen würde, weil ich da viel zu schüchtern und zurückhaltend bin und so weiter. Kaum dreht sich da etwas, sind die Leute bereit, aus sich rauszugehen, und ich bin bereit, auch aus mir rauszugehen und Dinge, die ich viel zu verschämt normalerweise wäre, um zu fragen, ja, da jetzt intime Fragen vorzubringen. Ja? Und das ist ungeheuer wichtig gewesen für mich. Man darf, man kann, und die Leute sind zufrieden oder sogar begeistert, dass man ihnen intime Fragen stellt, denn eigentlich wollen sie reden. Sie haben sich nur nie getraut. Das erzeugt die Kamera. Und das war eine der wichtigsten Lektionen für mich. Über Bilderraub wird gesprochen, der gerade Mode ist, aber auch ein Thema, das in Deutschland wohl interessant war. Mädchen, die nach Paris kommen, verschwinden können, verkauft werden nach Afrika. Es muss damals ein Thema gewesen sein in der Zeit. Die anderen Zuhälter geraten, auch das war eine Gefahr. Weiche Sklaverei. Gab's das alles wirklich? Gab es nur in der Fantasie der Leute? Keine Ahnung. Vor der französischen Sprachschule hier in Paris lauerten immer junge Franzosen auf die hübschen deutschen, schwedischen Mädchen und so weiter, die da rauskamen, die da Französisch lernten und die sich auch sehr gerne anquatschen ließen, um sich Paris zeigen zu lassen. Natürlich war es gefährlich, weil man nicht wusste, werden diese Mädchen dann bei einem Zuhälter enden, nicht wahr? Oder werden sie gar irgendwo nach Nahost verschifft? Es war damals ein Thema, ist wahrscheinlich heute noch ein Thema, aber hat es nun wirklich in dem Ausmaß stattgefunden, wie man es erzählt hat? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es hat uns interessiert. Diese Gestalten hatten wir nicht unbedingt Lust zu fragen, warum sie hier eigentlich herumstehen. Es sind größtenteils Algerier, die das korsische Milieu der Vorkriegszeit unterwandert haben. Diese Herren beobachten einerseits die Arbeit ihrer Mädchen, andererseits warten sie auf Touristen, die man unter falschen Vorspiegelungen in eine dunkle Ecke lotsen kann. Dieser Herr links trägt angeblich Nacktfotos in der Tasche, in Wirklichkeit Reproduktionen von Bildern im Louvre. Was der Herr mit der Baskenmütze in der Tasche hat, versuchten wir auch herauszufinden. Wer solchen Leuten auf den Leim geht, der hat es oft, sich selber zuzuschreiben. Was interessiert Sie denn an dem Leben, das Sie im Moment führen? Was mich daran interessiert, dass ich meine Freiheit habe. Ja, ich kann kommen und gehen, wann ich will, da macht mir keiner Vorschriften, da sagt mir kein Mensch, die ist, sagen wir mal, um 3 oder 4 nach Hause gekommen, ich kann hier kommen und gehen, wann ich will. Wovon leben Sie denn? Ja, ich habe einen Freund, von dem bekomme ich Geld, ich bekomme auch Geld von zu Hause, also leben kann ich. Eine ganze Reihe von Damen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass die Sache immer so beginnt, dass man glaubt, einen festen Freund zu haben und dass sich nach einiger Zeit herausstellt, dass der auch andere feste Freundinnen hat, die für ihn arbeiten. Ja, das ist in meinem Fall nicht so. Ganz so dumm bin ich nun doch wieder nicht, dass ich mich da in irgendwelche Nesseln setze. Glauben Sie, dass wenn ein, sagen wir, unschuldiges Mädchen von Deutschland nach Paris kommt, dass sie, ohne zu wollen, in eine solche Gefahr kommen kann? Ja, ohne weiteres. Was muss sie tun, um das zu vermeiden? Ja, ich vermeide es dadurch, dass ich klipp und klar sage. Mir ist das zum Beispiel gestern
dreimal passiert, dass ich eingeladen worden bin. Einer hat mir 100 Dollar geboten, der andere 250 französisches Geld. Glauben Sie, dass diese gut durchorganisierte Welt nicht so stark ist, dass Sie, wenn Sie einmal, so wie jetzt am Rande, sich befinden, aus dem Sog gar nicht mehr herauskommen? Ja, rauskommt man immer wieder. Man muss nur wissen, wie. Man sagt, dass jährlich 400 bis 800 deutsche Mädchen spurlos aus Paris verschwinden. Glauben Sie, dass das stimmt? Ja. Also mir selber ist es noch nicht passiert, sonst würde ich nicht hier stehen. Aber ich habe schon gehört, aus nächster Bekanntschaft. Ja, ich möchte das auch unterstreichen, ja. Denn es gibt hier viele Möglichkeiten, irgendwie ein wenig aus der Bahn zu geraten. Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich habe überhaupt niemals was erlebt, aber ich kenne einige Mädchen, denen ich durchaus zutraue, dass sie so dumm sind, dass sie irgendwie mitgehen und Verabredungen machen. Es ist überhaupt nicht schwer für die Leute. Ja, das glaube ich, offensichtlich. Nein, ich finde die Zahl zu groß, aber dass einige verschwinden, das stimmt schon. Es kommen ja auch viele von der Alliance Française weg. Finden Sie, dass Paris ein heißes Pflaster ist, moralisch gesprochen? Moralisch gesprochen? Wie jede Großstadt. Ja, ein heißes Pflaster, vielleicht nicht für jeden, ja, aber doch für uns Mädchen ist es hier sehr, sehr schwer. Heißes Pflaster. Nein, lauwarm vielleicht. Aber auch eigentlich auch nicht heißer wie Berlin. Och, nicht ganz. Es ist schon ein bisschen was wahr dran. Je mehr Freiheit man mir gelassen hat, umso besser wurden die Filme. Jawohl. Am Anfang hatten die Ideen, ach Gott, es muss in jedem Pariser Journal ein Koch drin sein mit einem Pariser Spezialgericht. Furchtbar. Singende Nonnen, Kräuterheilige. Also all das, was man sich so als Französisch vorgestellt hat, hätte drin sein müssen. Wann immer ich das befehlsgemäß reingebracht habe, war es ein Versager. Die Leute wollten es nicht sehen. Und die Dinge, die ich reinbrachte, weil sie mich interessierten, die hauten hin. Und das war doch eine ungeheure Lektion. Zensur. Ein einziges Mal, wir haben einen Tätowierer, einen 7-Farben-Tätowierer am Pigalle gedreht, der einzige von Paris, Bruno. Und wir hatten eine Großaufnahme mit der Makrooptik gemacht, das heißt, man sah die Nadel bildfüllend und das Blut spritzte und die haben die mir rausgeschnitten. Ansonsten hat es keine Zensur gegeben, weil ja die Sache doch so erfolgreich war. Gab es eine Entwicklung, dass es am Anfang der 60er Jahre eher klar war, sozusagen eine Art Mopsanweisung, die Brüste schön total und nachher konnte man schon mal größer drauf zufahren, weil Ende der 60er hatte man sich auch in Deutschland erotisch und sexuell etwas befreit. Das stimmt. Ich kann mich erinnern, einmal ganz zu Anfang des Journals treten wir mal im Lido, wo war es, oder vor die Bergère oder sowas, ja, und kaum kamen die Nackedeis auf die Bühne, da fuhr der Kameramann wie von der Tarantel gestockt mit dem Zoom zurück, ja. Bloß in die Totale, ja. Damit man es nachher nicht sieht. Nachher konnten wir in Gottes Namen Crazy Horse schon viel näher ran und also am Ende der 60er, Anfang der 70er gab es dann kaum mehr Probleme mit schönen, nackten Frauen. Aber es gab noch immer Angst vor Sexuellem, vor Geschlechtlichem. Da waren die doch sehr verstopft. Und ich hütete mich davor, solche Dinge zu bringen. Mhm. Was mich ärgerte, denn das war ein Teil von Paris, den ich nachher nicht so ausspielen konnte, wie ich hätte gerne wollen. Arbeit macht das Leben süß. Das ist mir doch ganz egal. Oh!
Don't disturb. Warten Sie einen Moment. Du kannst mir mal im Mondschein begegnen. So viel, dass ich gut davon leben kann. Ja. Und gewisse Wünsche mir leisten kann, die in unserem Alter für die meisten Mädchen doch nicht. Man sagt 100 Mark im Tag. Ist das übertrieben? Das ist eigentlich ein Berufsgeheimnis. Wissen Sie, man spricht eigentlich nicht so gern über Geldangelegenheiten. Sind Sie sozialversichert? Ja. Ja. Fühlen Sie, dass Sie ausgenutzt werden? Nein. Ausgenützt wird hier nur der Kunde, 30 Mark für den Drink. Aber er weiß ja im Vorhinein, was ihm blüht, im Stockdunkeln, wenn sich seine geheimen Sehnsüchte entfalten wollen, schlägt man ihnen lächelnd auf die Flügelspitzen und wo er Pariser Laster herbeiwehnt, speist man ihn ab mit amerikanischen Fußballsongs und deutschen Vokabeln. Denn wir sind in Paris, wo sich am Ende alles überschlägt zur Parodie. Haben Sie Angst vor der Zukunft? Ja, ein bisschen schon. Wissen Sie, das Altwerden, das macht ein Problem in unserem Beruf. Denn den Beruf habe ich sehr gerne und ich möchte ihn eigentlich noch gerne lange machen. Was sind denn Ihre Wunschträume? Mein Wunschtraum ist, dass ich einmal den richtigen Mann finde. Naja, das wäre es eigentlich. Na, dass ich noch ziemlich lange arbeiten kann und ja auch, wenn der Richtige gut kommt, Geld vielleicht mal heiraten. Das ist auch. Gut wenn Geld Sie verdienen haben. Am Anfang. Ja. Ja. Werden Sie später Ihren Kindern von Ihrer heutigen beruflichen Tätigkeit erzählen? Ja, das werde ich machen. Ich auch. Denn ich habe nichts zu verbergen. Thank you.
Voilà Irmgard, Renate, Ulrike, Ursula, Hannelore, wie man in Paris eben heißt. Sie sind mindestens 1,80 groß, zwischen 18 und 29 Jahre alt und sie verdienen 300 Mark die Woche. Sie sind 6 von den 6.000, die seit 30 Jahren dieses Portal durchschritten haben. Und heute ist ihr großer Abend. Ein Jahr Vorbereitung, 3 Monate Proben. In 2 Stunden müssen sie zeigen, was sie können. Denn in 2 Stunden ist Premiere im Lido mit den Bluebell Girls. Morgen werden sie lachen über ihr Lampenfieber von heute. Ab morgen beginnt ja die Routine. Jeden Abend dieselben Gästen, monatelang, jahrelang vielleicht. Wenn es nicht klappt, was tut's? Es sind nur 1000 Provinzler und Touristen, die da zuschauen. Aber heute Abend die 400 Geladenen, die kennen sich aus. Passt mein Hut, gleitet mein Schwänzchen nicht ab, sitzt mein Schlips auch richtig, sieht man meine Augen hinten von der Bar, die Glockenhüte, nach denen die Bluebell Girls ihren Namen haben, drängen sich ängstlich zusammen. Noch 100 Minuten. Bis vor wenigen Jahren kamen die Bluebells alle aus England. Heute sind die Hälfte Deutsche. Aber kein Mensch kennt sie auseinander, kein Blumenstrauß mit Visitkarte dringt in die wohlbehütete Garderobe. Die Bluebells sind austauschbar, eine Truppe gastiert in Las Vegas, eine andere reist um die Welt. Man nennt sie nur im Plural, sie haben keine Namen. Alle träumen sie von der großen Karriere der Kessler-Zwillinge, aber einstweilen sind die Federn, die jede auf dem Hute trägt, mehr wert als ihre gesamte Jahresgage. Noch 1,5 Stunden, gerade Zeit für ein Diner mit Champagner. Zudem hier als erstes, wenn auch nicht angetan, mit dem vorgeschriebenen Abendpyjama, Maria Callas eintrifft, geleitet, wer hätte es anders erwartet, von dem Reeder Onassis. Annabelle mit ihrem Mann, dem Maler Buffet, und ihrer Freundin Juliette Greco. Belmondo. Catherine Deneuve, die vorletzte Liebe von Vadim, mit ihrer Schwester Françoise d'Orléac. Briali, heiß umworben. Geraldine Chaplin, die Tänzerin Ludmila Tscherina. Die natürlich für heute Abend das Richtige trägt. Dann einige Damen, bei denen wir vergessen haben, die Köpfe mitzufilmen. Die Brokathosen sind jedenfalls von Chanel. Romy natürlich. Henri Salvador. Ingrid Bergmann. Eine namenlose Schönheit. Der Motorkritiker des Figaro in seinem geliehenen Ferrari, und diesen Schnurrbart kennen wir auch. Eine schöne Mutter mit ihrer noch schöneren Tochter, mir leider nicht bekannt. Und zuletzt mit einem Sari von Goldlamé, mit einstündiger Verspätung und mit ihrem 5. Mann, glaube ich, Elizabeth Taylor. Warum trug Liz keine Hosen zum Lieder, wo doch so viel schönere Beine wie etwa die von Juliette Greco? Aber wir hatten keine Zeit, über dieses Problem nachzugrübeln, denn aus den 2 Stunden Wartezeit waren 20 Sekunden geworden, 15, 10, 5, 2, 1, Vorhang. Thank you.
Männer kreuzten auf Fischfang durch Saint-Germain-des-Prés in ihren gepumpten Sportwagen. Und die jungen Mädchen taten so, als wüssten sie nicht, dass diese ganze Parade für sie da war. Ich bin entschlossen, meinen neuen Wagen mit ihnen einzuweihen. Außerdem habe ich Sicherheitsgurte. Das war natürlich das Argument, das den Ausschlag gab. Für Autozubehör ist das weibliche Naturell besonders anfällig, so scheint es. Eingebaute Plattenspieler, Rundfunkapparate, Zigarettenanzünder und ausfahrbare Antennen gehören deswegen zur Bestückung jedes Dragörwagens im Fronteinsatz. Spiel und Ernst vermischen sich, wenn die Studenten des linken Ufers auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Wofür demonstrieren sie eigentlich? In diesem Falle nur dafür, dass sie da sind, dass sie jung sind. Manchmal fragt man sich, ob irgendwas passieren würde, wenn nicht die Polizei so eifrig dafür sorgte, dass nichts passiert. Ohne Gegner kann man keinen Krieg führen. Die Schönheit des Leibes und des Geistes, eine andere Hauptbeschäftigung der Jugend des linken Ufers. Red
Mutter sagt zwar, lass dir die Haare schneiden, aber was sind Mütter? Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans, va dans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer. Et parce que je trouve ça beau, et parce que ça me plaît. Wie lange haben die Pilzköpfe noch zu leben? Jede Bewegung erzeugt ihre Gegenbewegung. Jede Mode trägt den Keim der Lächerlichkeit in sich. Sobald er aufblüht, ist die Mode erledigt. In einem Keller von Saint-Germain-des-Prés lief eine Satire an, genannt Die Idole. Erzidol Johnny Hallyday heißt hier Charlie. Mutchen Sylvie Vartan, Sisi die Verrückte. Schließlich Antoine. Ist er der Letzte der Beats oder, wie er meint, der Erste einer neuen Garnitur? Jeje mit Weltanschauung, Philosoph in Shake-Hosen, singt nicht über die sogenannte Liebe, sondern über Vietnam, die Atombombe, die Anti-Baby-Pille. Sind diese ganzen Aufregungen am linken Seineufer, Stürme im Wasserglas? Ich bin nicht ganz sicher. Wenn diese Gläser früher oder später zerspringen, dann stellt sich manchmal heraus, dass sie das Zeug enthielten, aus dem die Träume gemacht sind. Il est là, pourquoi il a froid quand tu as un chez toi. Et ne t'en fais pas pour cela, il rêve, laisse-les faire n'importe quoi. Und dann wird's ungemütlich in Paris, 67, 68, und in der Nacht gibt es nicht nur schöne Mädchen und Cafés, die Studenten sind auf der Straße und sie haben ein anderes Thema, die Demonstrationen. Was war da in Paris passiert und was konnten Sie davon überhaupt zeigen in dem Zusammenhang? Also gerade im, wann war das, Mai 68, war ich zum Schnitt in Köln. Den ersten Tag oder die ersten zwei Tage habe ich noch mitgemacht und dann musste ich zum Schnitt nach Köln, um mein Journal zu schneiden. Als ich zurückkam, waren in der Hauptsache die Dinge vorüber. Also ich war ja Antigaullist. Ich empfand das als wunderbar, dass die Jugend gegen de Gaulle, der ein großer Mann war, aber eben doch irgendwo ein Diktator, protestiert. Die Vereisung der Pariser Gesellschaft, die leider der französischen Gesellschaft, die leider bis heute andauert, wurde versucht aufzubrechen. Das schien mir ungeheuer wichtig. Die Verbürgerlichung der französischen Gesellschaft war viel zu weit vorangeschritten, als dass die Jugend noch hätte da atmen können. Und da sollte sie mal protestieren und das war auch wunderbar.
De Gaulle selber wusste überhaupt nicht, was ihm da passiert. Er fand sich ja als väterlicher Freund dieses Landes. Die Leute sind zu doof, um zu wissen, was gut für sie ist. Er, De Gaulle, weiß es. Also warum protestieren sie gegen ihn? Er floh ja, nicht wahr, nach Baden-Baden. Und Pompidou übernahm das Kommando und hat sehr schlau, als alter Bankier, nicht wahr, hat er die ganze Sache wieder hingebogen, hat die Jugend um den Großteil ihrer Erfolge betrogen und hat sie wieder in die Ordnung zurückgerufen. Leider. Gesetzt den Fall, Sie sind 24, Filmschauspielerin, bildhübsch, talentiert und worben. Sie haben 20 Filme hinter sich, von denen die Hälfte Welterfolge waren. Sie können sich jederzeit aus 50 Drehbüchern aussuchen, was Sie spielen wollen und mit wem. Ihre Gage kommt gleich hinter der Bardot und der Moreau, aber die beiden sind alt und Sie sind jung. Demnächst werden Sie sie überflügeln. Ihr Name ist Catherine Deneuve und alle Welt liebt Sie. Silence, on bouge plus. Gesetzt, Sie haben das alles gespielt und können das alles spielen. Sie wissen, wie ein Mädchen sich fühlt, wenn sie sich hingibt und wenn sie spürt, dass sie schwanger ist. Sie wissen, wie man seine Gefühle zeigt und wie man sie verbirgt. Sie wissen alles, was man mit 24 wissen muss. Sie haben alles, was man mit 24 haben kann. Wie sehen Sie dann Ihr Leben? Wie stehen Sie zu sich selber? Eine Filmschauspielerin muss spielen können, aber sie muss vor allem sein. Denn was im Kino wirkt, ist nicht, was man spielt, sondern was man ist. Absolut Ihrer Meinung. Was sind Sie also? Das, was man sieht. Sincère. Aufrichtig. Oui, très. Ja, sehr. Vrai. Sie versuchen immer, sich treu zu sein. Immer nicht so sehr mehr treu zu sein, als immer das zu denken, was ich sage, und das zu sagen, was ich denke. Sie sind ehrgeizig. Ja. Ich bin es und man muss es sein. Beides. Sie haben einen Charakter, der mir sehr pariserisch scheint. Ich glaube nicht, dass ich besonders pariserisch bin. Es ist komisch, wie ich mit Buñuel gedreht habe, hat er mich immer die Angelsachsin genannt. Denn ich bin äußerlich ziemlich kalt, ich kann meine Gefühle nicht leicht zeigen. Diese Kälte gehört aber zur Pariserin. Sie meint immer, dass man sie einseifen will. Nein, das ist es nicht. Kälte heißt, seine Gefühle nicht zeigen können oder wollen, mit den Leuten gleich auf Du stehen wollen. Und wenn ich das nicht tue, so weil mir das nicht gefällt. Ich liebe nicht die Leute, die sich herzeigen, die sofort mit jedem warm werden. Das Leben ist eine Auswahl. Man muss sein Herz bewahren für die Menschen, mit denen man eine Freundschaft haben will oder eine Liebe. Sie halten diese Distanz auch zu sich selber? Nein, nicht Distanz. Ich will einfach Klarheit, auch zu mir. Ist das schwierig? Gefährlich, denn es gibt auch ein Übermaß an Klarheit. Genau, und die Männer lieben vielleicht so viel Klarheit gar nicht in den Frauen. Man kann über die Dinge nicht so allgemein reden, auch nicht über die Männer. Manche Männer lieben gescheite Frauen, andere nicht. Man hält sie allgemein für schön, sie sich auch. Ja. Hat das großen Einfluss auf Ihr Leben? Ist es leichter, geliebt zu werden, weil man schön ist? Doch, ein Mann kann eine Frau sehr intelligent und sehr feinfühlig und sehr subtil finden, aber er wird das alles erst herausfinden wollen, wenn sie auch seinen Augen gefällt. Aber natürlich gibt es keine Definition der Schönheit, das ist eine Sache des Geschmacks. Ich finde Leute schön, die vielleicht anderen hässlich erscheinen. Und doch, die zwei Männer, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, haben sie, nach ihren eigenen Worten, geliebt, weil ihnen ihr Äußeres gefiel. Sie waren eben schön für mich. Die zwei Personen, an die sie denken, waren ja keine klassischen Schönheiten. Für mich hatten sie Charme. Der Mensch träumt eben von Schönheit und besonders im Film will er diesen Traum verwirklicht sehen. Und Sie sind also die Göttin der Schönheit. Ich bin keine Göttin, bin auch kein Traum. Ich bin einfach schön und glücklich, schön zu sein. Denn ohne Schönheit gibt es keinen Film.
Wir haben gesagt, Sie haben so viele Fragen gestellt, die Sie selber interessieren. Ich habe mir jetzt ein paar Fragen hier zu den verschiedenen Kapiteln mitgeschrieben, die Sie Ihren Gesprächspartnern gestellt haben. Ich will sie Ihnen jetzt noch mal stellen, ein, zwei davon. Vielleicht, ich mache es einfach in der Reihenfolge, wie Sie hier so stehen. Würden Sie das Leben noch einmal leben wollen? Furchtbar. Sind Sie glücklich? Gibt es einen Tag, den Sie noch einmal wieder erleben wollen? Furchtbare Fragen. Darf man nicht stellen. Was war der schönste Tag in Ihrem Leben? Furchtbar. Wenn Sie einen Tag in Ihrem Leben neu erleben könnten, welcher würde? Oh, furchtbar. Nee, darf sind Sie zufrieden, nicht. Über 70 Jahre alt zu werden jetzt? Oh Gott, ein solches Mangel Einfühlungsvermögen. Es waren das immer darf man nicht. Existenzielle Fragen. Ja, aber was so. Was oder wen lieben Sie am meisten auf der Welt? Nein, schlimm. Was hassen Sie am meisten? Das ist wie der Fragebogen in der FAZ, im FAZ-Magazin. Furchtbar. Marcel Proust, existenzialistischer Fragebogen. Ja. Immerhin, Helena Rubinstein, Sie wollten es ja auch wissen, sie hatte es geschafft. Kann jeder so weit kommen, ohne ein besonderes Talent und Genie? Haben Sie mal gedacht, dass Sie die Rubinstein werden könnten? Das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Frage. Ja. Man darf nie diese Rekordfragen stellen nach dem schönsten Tag, dem hässlichsten, was man am meisten liebt und hasst und so weiter. Das sind dumme Fragen. Aber hätten Sie je vorstellen können, das zu werden, was Sie sind? Das ist eine wunderbare Frage. Hätten Sie, Troller? Nein. Nicht? Nee. Nee. Dass ich einmal hier sitzen würde vor einer Kamera und Auskunft geben über diese Dinge, nee, nie. Zu Belmondo, sehr schön. Sind Sie mit Ihrem Gesicht einverstanden? Nicht schlecht. Das ist keine schlechte Frage. Habe ich nie wieder gestellt. Er hat dann Angst, dass er mit 30 arbeitslos sein wird und dass es bald vorbei ist. Er ist schon sehr alt. Ja. Die Jugend kommt nach, sie rückt nach, er merkt es. Ist doch schön. Und er saß am Anfang, er wusste es nur nicht. Genau, inzwischen ist 40 Jahre vergangen, er ist noch immer ein großer Star. Das ist doch toll. Ja. Die mussten immer rein, die großen Stars, die Sänger gerne am Schluss. Und einer, der immer... die Sie begleitet, Juliette Gréco. Sie gehörte zu Paris und zu Ihren Interviewpartnern. Ja. Sie hatten sie schon kennengelernt, ganz früh, in den Kellern, in den Rattenlöchern. Schwarz singt sie dort, die Existenzialistenlieder. Damals noch mit langer Nase. Die Nase wurde immer schmäler und immer kürzer. Das war ihr Paris, das Paris der 50er, der Nachkriegszeit. Ja, genau. Die kulturelle Hauptstadt der Welt. War es ja einen Moment. Obwohl ich mich nie als Existenzialist empfand, weil ich keine Ahnung hatte, worum es da geht und weil mir Sartre immer unsympathisch war. Aber das war ja damals etwas. Und einem Lied zuzuhören war ein Statement, ein philosophisches Statement. Ja? Mhm. Und in einem solchen Keller zu sitzen unter anderen Leuten, die da einer Gréco zuhörten oder auch einem Aznavour oder so, das war ja, oder ein Brassens oder einem Brel, die ich ja alle gebracht habe in diesem Pariser Journal, ja. Das war ja was. Das war ja eine Aussage über das eigene Leben, auch über die Bedeutung des eigenen Lebens. So wie meine Tochter jetzt, wenn sie in diese Rockkonzerte läuft. Da fand man halt seine Identität. Ist ja auch schön. Und damals eine Pariser Identität. Und diese ungebundene Frau, die Sie bewundern und die sich dann doch bindet und wo Sie dann nochmal ein Interview machen, wenn sie sich verheiratet. Ja, mit Piccoli. Ja. Mit Michel Piccoli. Weiß Gott, was die beiden aneinander gehabt haben. Ja. Außer, dass sie beide ganz ausgefuchste Profis waren. Auch Gefühlsprofis. Ja. Aber das war doch auch irgendwie schön. Ja? Diese beiden Menschen in einem gewissen naiven Zusammenhang zu zeigen. Wo sie eben Liebe gehabt oder Liebe gespielt haben oder was immer. Ist doch schön sowas, ja? Situation war doch sehr nett. Bis zu Anais Nin, man hat so das Gefühl, Georg-Stefan Troller auf der Suche nach dem Glück in Paris und alle fragt er danach, um klüger zu werden und beobachtet sie und erzählt uns davon. Ja. Hat es die Nin geschafft mit ihrer Methode der Radikalität? Ist es das, wie man leben muss? Ist es so wie Mercury? Ist es so wie Rubinstein, reich zu sein? Ist es schön, ein berühmter Sänger zu sein? Sie gucken überall mal nach, wie die das gemacht haben und sammeln das so ein.
Später wurden es dann mehr innerliche Charakterfragen. Mhm. Anfangs waren es eben immer diese unbedarften Fragen nach Glück und so, die man gar nicht stellen darf. Aber nachher wurden es dann auch Fragen nach Überlebensstrategien, wie man Unglück überlebt. Und das, ich glaube, da war ich viel näher dran an mir und auch an den Menschen selber. Ja? Deswegen mochte ich dann meine späteren Filme auch mehr. Aber ja, es waren und blieben immer Fragen nach, wie schafft es der andere so zu sein, wie er ist. Paris, ce journal, Paris, ce journal.